Hallöchen, hier ist Kyoko mit dem 22. Türchen. Es geht weiter mit Santa Claus Junior. Oh mein Gott, und übermorgen ist schon Heiligabend. Die Zeit vergeht so dermaßen schnell. Boah, es ist unglaublich. Und ich habe ja im letzten Part wirklich nichts gemacht, beziehungsweise im letzten Level. Die Zeit war zwar nicht so schlecht, aber wir haben kein Geschenk abgegeben. Also sind alle Kinder in diesem Level ohne Geschenke geblieben. Und verdammt, ich habe immer noch ein paar Soundlegs drin. Ich krieg die jetzt auch gar nicht so raus, weil immer wieder meine Frames einbrechen. Ich hoffe, das bleibt mir in Zukunft irgendwie erspart, wenn ich was umstelle. Mann, ich bin doch weit gesprungen. Kumpel, Freund, Junge. Wie auch immer ich dich nennen soll. Und mir ist noch etwas eingefallen, was mir, oder wo ich Weihnachten zumindest, hier, für dich. Oh, und zu dir muss ich erstmal rüberkommen. Wo ich, wie gesagt, zur Weihnachtszeit sehr tendiere, immer wieder mal vorbeizuschauen. Und das ist Gaia Online. Ich habe da seit Jahren einen Account, aber seit 2008 bin ich da halt nicht mehr aktiv. Aber ich schaue halt immer wieder rein, wenn da irgendwie Halloween ist oder Valentinstag. Teilweise zu irgendwelchen Zeiten, wo jetzt in Amerika zum Beispiel Prom wäre. Oder eben auch zur Weihnachtszeit, weil da Gaia Online immer gerne so Special Events macht. Und da kann man dann Items einsammeln oder sich in der Welt der Seite. Und warum komme ich hier jetzt absolut nicht hoch? Gut, geht doch, Junge. Los, halt dich fest. Und noch einmal. Oh Gott. Wir kriegen das hin, Junior. Oh Gott, ich dachte schon, ich fall jetzt hier durch. Oh. Okay, wartet, ich muss mich erstmal hier hochkämpfen, dann kann ich weiter reden. Okay. Puh. Na, wie gesagt, man kann da halt die Items sammeln, die diese Seite zur Verfügung stellt, weil man da halt auch seinen eigenen Avatar und so hat. Und je nachdem, was für ein Feiertag ist, werden da halt auch verschiedene Seitenstory-relevanten Events stattfinden, die sich in Spielen äußern oder einfach nur Forenaktivitäten und ach mein Gott, was es da so alles gibt. Und im Laufe der Zeit hat sich da halt eben auch ergeben, dass die ein eigenes MMORPG haben, was dann auch nochmal in diese ganzen Festivitäten eingebunden wird und man kann da echt viel machen mittlerweile. Ja, und ich bin dann eben vorhin nochmal dorthin und habe geschaut, was sie diesmal zu Weihnachten alles eingestellt haben und habe mich versehentlich mit dem MMORPG, das sie da haben, geflasht. Nicht unbedingt mit dem Spiel an sich, sondern einfach mit der Musik, weil der Soundtrack ist so cool. Und besonders einige Tracks sind so episch gemacht worden, dass es mich jedes Mal einfach nur weghaut. So, Kind, nimm dein Geschenk. Und wehe, dass du jetzt dein Geschenk bekommen hast. Boah, kostet mich mein Leben. So. Super. Da habe ich ja mal mit der Fahrt wieder nichts erreicht. Wow. Außer einen gehörigen Abflug. Und ein Leben verloren. Okay, jetzt kann ich hier nochmal anfangen. Oh. Viel zu ungeduldig, habe ich gerade das Gefühl. Ich will aber unbedingt weiterkommen. Okay, hätte ich auch gleich weiterspringen können. So, hopsa. Hopsa. Okay, und jetzt ist das Ding zumindest nicht mehr in Bewegung. Das heißt, ich kann hier in Ruhe rüberfahren und wehe du. Ah, verfehlst den wieder. Und ich sterbe immer so kurz. Ah, mich das Ding vom Weitem einfach abgeschossen. Na gut, ich bin gerade kurz unverwundbar. Hier, nimm dein Geschenk.
Natur, hier geht es nicht weiter. Ich hätte auf der anderen Seite weiter müssen. Dann nehme ich das Teil einfach mal mit. Bams! Ich nehme es einfach. Nein. Gegner respawn. Das hätte ich fast vergessen. Ha. Und da ist das Ziel. Fast. Fast. Hier wird es jetzt nochmal richtig gefährlich. Ah. So, und jetzt müsste mit 3 Leveln waren doch immer die Abschnitte geschafft. Ich hoffe es doch. Ja, jetzt sind wir wieder in einem neuen Abschnitt mit neuer Musik. Ah, mit der coolen Musik. Aber auch dieses Mal haben wir weiterhin diese Labs. Boah, und echt fiese Geschenke. Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, dass das Spiel 36 Level hatte, oder? Wow! Scheiße, Mann! Gut, dass ich eine kurze Unverwundbarkeitszeit hatte. Na gut, ich kann mich hier festhalten. Wie ich es erwartet hatte. Dann sehe ich nur zu, dass ich hier rüberkomme, genau. Ah, ich habe jetzt wieder Schneebälle und kann mich wehren, das ist gut. Aber hier ist gerade kein Gegner gewesen, für den sich ein Schneeball gelohnt hätte. Kann ich an dem Kind vorbei? Super schön. Oh nein. Okay, wie komme ich am besten an den vorbei? Die haben dann eine gewisse Ruhezeit und dann kann ich auf sie drauf. Gut. Mach nochmal deine Späße. So. Toll, und da ist jetzt einer so weit oben. Wie soll ich den denn ohne ein Herz einzubüßen erwischen? So. Und? Ah. Ging doch besser als gedacht. So. Ist jetzt geknallt. Und. Scheiße. Fuck. Ein Baum bitte. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Okay, ich muss hier unten bleiben und es geht in ein neues Areal. Nein, das war das ganze Level. Oh, das war aber ganz schön kurz. Okay, und hier geht die Fahrt jetzt weiter. Mit dem entsprechenden Lag. Okay, und hier darf ich dann wieder selber laufen. Für dich. Freue dich. Solange du noch kannst. Armschild. Geil. Bams. Und gleich ist das Schild vorbei. Na toll. Egal. Hat aber noch bis zum nächsten Dings gehalten. Oh! Nein! Fahr nicht ohne mich! Okay, jetzt war ich hier hoch. Da gerade irgendwas oben geglitzert. Ich glaube, das ist. Ja, das ist Strom. Es hat gerade so komische Geräusche gemacht. Ich dachte, es wäre vielleicht irgendein Soundfehler. Aber nein, das war's nicht. Jetzt bin ich schon wieder hier runtergefallen. Wie soll man dem Mist denn ausweichen, ohne hier runter zu krachen? So, kannst du weiterspringen, wenn du ich B drücke? Und nein, kannst du nicht. Ey, was seid ihr denn? Oh, ist das dumm. Oh, ich hatte aber immer noch ein Leben. So. Okay, um da oben zu bleiben, am besten kurz vorm. Genau, warum mache ich es nicht einfach gleich so? Ha, oder ich laufe einfach unten lang. Man kann es sich scheinbar doch einfach machen. Autsch. Okay, gut, nächstes Areal. Wo wollen wir eigentlich mit Santa Claus Junior hin? Das würde mich auch mal interessieren. Ob es irgendeine bestimmte Ecke ist oder ob es zum Weihnachtsmann geht oder ob wir einfach nur durch die Welt reisen sollen. Und ich habe gerade nur kümmerliche 18 Frames gehabt. Okay, da ist irgendwas. Da kann ich dann wieder fliegen lernen.
Aber ich glaube, ich will gar nicht fliehen. Kann ich dem sein Geschenk geben? Kann ich zu dem irgendwie runter? Ohne irgendwas zu riskieren? Los, jetzt! Puh, ich habe ihn noch erwischt, ohne selber Schaden zu nehmen. Oh, mein Lieblingsgegner. Nochmal mein Lieblingsgegner. Und ein Baum, Gott sei Dank. Das war ganz schön knapp bemessen, was ihr da umherwuselt. Aber wenn ihr so wenig Platz habt, habt ihr natürlich auch eine geringere Angriffsfläche. Und das ist sogar nochmal gut für mich. Toll, aber ich kriege es trotzdem hin, dass ihr mich erwischt. Einfach, weil ich so toll bin. Kann ich wieder unten runter? Ja, ich kann wieder unten drunter laufen. Ich weiß, ich bin eine feige Sau. Okay, und jetzt habe ich die Schneebälle. Oh, der Dolch tut mir wirklich weh. Tatsächlich. Um wieder nur diesen einen Gegner zu besiegen. Ich hab noch ein Herz. Aber ich bin durch. Yay, und wieder kein Geschenk abgegeben. Toll, einfach toll. Woo! Das scheint mir hier jetzt auch eine echt undankbare Gegend zu sein. Da kann ich mal sterben. Du Ken! Ich hab mich doch geduckt. Na, wenn das nicht mal eine geile Begrüßung war. Okay, gut, dann pausiere ich dieses Let's Play an dieser Stelle, beziehungsweise ich beende es, diesen Part, nicht das ganze Let's Play, und hoffe, dass wir uns so langsam aber sicher dem Ende nähern. Ansonsten muss ich zusehen, dass ich noch irgendwie bis zum 24. dieses Spiel durchbekomme, weil ich möchte das nicht irgendwie offen lassen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns dann am 23. wieder. Mal gucken, was es wird, was wir uns dann ansehen. Ja, und ansonsten, denke ich mal, wird zumindest am 24. irgendwas in der Weise kommen, wo wir dieses Spiel zu Ende spielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und liebe Grüße, eure Kiyoko.